Wir befinden uns in der freien und für den Menschen gefährlichen Wildnis. Dort, wo es heißt, fressen oder gefressen werden. Auf der Suche nach den wunderbarsten und erstaunlichsten Tierarten dieser Erde. Afrika! Schon finden wir uns wieder in einem alltäglichen Schauspiel der freien Natur. Eine Raubkatze, meisterlich getarnt, pirscht sich auf der Suche nach Nahrung an ihre Beute heran. Was folgt, ist der grausame Kampf um Leben und Tod. Hier, mitten in der endlosen Savanne der KRS. Alle siegt wieder einmal der Jäger. Es gilt wie immer das Überleben des Stärkeren. Der Alltag in diesen Räumlichkeiten ist erwiesenermaßen härter als in anderen Ökosystemen des Rhein-Main-Gebiets. Es ist Paarungszeit. Diese weit verbreitete Vogelart ist nun besonders aktiv und wir haben das Glück, dieses Spektakel beobachten zu können. Das Paradiesvogelweibchen betört ihre männlichen Paarungsanwärter durch ihr lockeres Federkleid. Männliche Exemplare zeigen Interesse und versuchen die Gunst des Weibchens mit Hilfe von verschiedenen Geschenken zu erwerben. Das Paradiesvogelweibchen legt großen Wert auf ein gut ausgestattetes Nest. Daher ist eine gewisse Sicherheit durchaus besser als Dekoration. Weibchen wissen eben, was gut ist. Wir befinden uns hier vor einem Bereich, in dem wir gestern eine äußerst intelligente Art von Affen ausfindig gemacht haben. Hoffentlich kriegen wir sie nun zu Gesicht. Wow, diese Tiere sind wirklich bei weitem intelligenter, als wir es uns all die Jahre ausgemalt hatten. Sie haben sich zu einer zivilisierten Gemeinschaft entwickelt. Vielleicht gibt es noch mehr intelligente Spezies an diesem Ort. Anscheinend nicht. Manchmal sind sie wohl genauso blöd, wie sie aussehen. Bisher konnten wir auf unserer Safari-Reise einen kleinen Einblick in die weiten und bodenlosen Abgründe des Territoriums der KRS erhaschen. Einmal im Jahr verlässt der König mit seiner Königin seine Höhle. Der Anlass ist die Vergabe des Abiturs, was den Fortbestand des Königreichs sichert. Nun beginnt die Vergabe des Abiturs. Und damit endet unsere Safari in den Räumlichkeiten. Aha, die üblichen Verdächtigen. Fuck. Das Handy dürfte mir gehören. Ja. Gibt's denn da auch einen Namen zu diesem schönen Handy? Schweizer Manuel. Schweizer Manuel.